Hallo Carsten, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für ein kurzes Interview. Heute die bei Startup Night, der Auftakt zum Businessplan-Wettbewerb Nordbayern. Ja. Möchtest du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, welche Startups sich denn hier beteiligen und auch warum? Die Demo Night ist ja etwas, was wir im Prinzip unabhängig vom Wettbewerb machen, aber zweimal im Jahr zu normalen Zeiten hier in Nürnberg ausrichten. Und ist gleichzeitig aber auch der Auftakt zur nächsten Saison des Businessplan-Wettbewerbs. Die Startups, die hier stehen, sind eine bunte Mischung auch aus verschiedenen Jahren des Businessplan-Wettbewerbs. Einige sind vor 5 Jahren dabei gewesen, einige erst letztes Jahr. Also eine bunte Mischung, sowohl was Branchen, Themen und auch die Reifegrade des Startups angeht. Okay, Branchen ist schon mal ein sehr gutes Stichwort eigentlich zur nächsten Frage. Und zwar Statista bringt ja immer wieder mal die häufigsten Branchen oder beziehungsweise die Branchen raus, wo am häufigsten gegründet wird aktuell. Und in Deutschland ist es natürlich immer Fintech oder generell der Tech-Bereich. Gibt es da vielleicht einen neuen Trend, der sich auch irgendwo hier schon abzeichnet? Was wäre deine Einschätzung? Ich würde ungern von Trends reden, weil wir eigentlich jedes Jahr eine komplett neue und immer wieder interessante Mischung an Startups sehen. Also Trend würde ja heißen, dass es sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Das tut es nicht. Wir haben immer mal wieder starke Medizintechnik-Startups. Wir haben natürlich sehr viel Software. Die Prozentsätze ändern sich eigentlich über die Jahre nicht. Also es ist relativ konstant. Viel Software, viel Medizintechnik. In letzter Zeit vielleicht ein bisschen zunehmend. Die Bereiche Energieeffizienz, Energietechnologie und solche Dinge. Energieeffizienz, einige Anbieter aus der Branche hat man ja auch schon gesehen. Ich habe auch schon gesehen, einige Startups dabei, die auch aus der Nürnberger, beziehungsweise Spin-offs, die aus der Nürnberger Lehre auch heraus entstanden sind. Haben Sie da vielleicht auch irgendwo einen, oder hast du da auch einen persönlichen Favoriten irgendwo aktuell? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn nicht verraten. Nee. Okay. Also wir sehen ja uns als bei Startup wirklich in einer neutralen Rolle. Und natürlich finden wir mal auch persönlich das eine oder andere Startup besser. Aber letztendlich wollen wir allen die Chance geben, sich da gut weiterzuentwickeln, weiterzukommen. Insofern sehen wir es erstmal als neutral an und versuchen, jedes Startup so individuell und so gut zu betreuen auf dem Weg in Richtung Finanzierung, wie es mir irgend geht. Und wenn wir da biased wären, dann wollen wir einen Fehler machen. Natürlich. Vielleicht die nächsten Schritte jetzt auch im Businessplan-Wettbewerb. Wie geht es denn ungefähr weiter jetzt nach dem Auftakt hier? Kann man relativ genau sagen. Der Wettbewerb hat ja 3 Phasen und die erste Phase, die Einreichungsfrist ist der 17. Januar, 24 Uhr. Und dort sind alle aufgerufen, die teilnehmen wollen, außer natürlich die Sieger aus den Vorjahren. Die wollen wir nicht, dass die nochmal teilnehmen, aber wer teilnehmen möchte, kann teilnehmen. Die Anforderungen steigen von Phase zu Phase. In der ersten Phase sind es nur 7 Seiten Grobkonzept, die einzureichen sind. Businessplan oder Pitch Deck, das steht völlig frei. In der Vorbereitung haben wir jetzt noch so ein paar begleitende Kurse. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall natürlich als Gründungsteam, wenn ich das noch nicht so gut kann und vielleicht nicht weiß, was da drin stehen muss, wahrnehmen sollte. Aber dann geht es weiter eben mit der Abgabe und dann geht es so etwa alle 2 Monate in die nächste Phase, sodass am Ende ein kompletter Businessplan gefordert ist. Das ist aber dann reden wir schon von Ende Mai, Anfang Juni. Bis dahin hat man Zeit, das alles durchgehend zu entwickeln. Zwischendurch gibt es immer Feedback von den Juroren für alle Businesspläne, nicht nur für die Sieger und für die Top-Teams, sondern jeder Businessplan bekommt ein qualifiziertes Feedback. Sehr schön. Also am Ende, egal ob man gewinnt oder nicht, ein Mehrwert entsteht auf jeden Fall. Der Businessplan wird betreut. Vielleicht noch zu den Anforderungen. Darf grundsätzlich auch jedes Startup teilnehmen oder gibt es da Einschränkungen? Wir haben Einschränkungen. Wohn- oder Arbeitssitz Bayern. Wohn- oder Arbeitssitz Bayern. Also hier bei der Demo Night sind wir ein bisschen offener, aber im Wettbewerb haben wir gesagt, Wohn- oder Arbeitssitz Bayern muss einfach sein. Je nachdem, wo ich mich befinde, mache ich entweder hier in Nordbayern mit, aus den nördlichen 4 Regierungsbezirken, die 3 südlichen machen in München mit. Okay, dann ist das vielleicht auch nochmal ein interessanter Aufruf an der Stelle für Startups, die irgendwo noch das Interesse haben. Du hast es gerade angesprochen, die Frist ist der 17.01. Genau. Ich denke, die Infos kann man ja sehr leicht im Internet finden. Auf jeden Fall. Da ist auch nochmal genau beschrieben, was ich tun muss, was die Anforderungen sind. Und sollte man auf jeden Fall mitnehmen, beste Vorbereitung auf eine Finanzierungsrunde. Ja, und ich meine, einige Player können ja dann auch ordentlich was werden. Wir sehen es ja auch unter anderem hier auf der Startup Night schon. Genau. Und ich meine, das Netzwerk ist ja dann auch sehr eng geknüpft. Wir haben es schon gesehen, einige Investoren bzw. auch VCs, die schon länger in Partnerprogrammen mit dabei sind. Ja. Findet da dann auch eine weiterführende Betreuung statt im Nachhinein? Also
das nicht unbedingt im Nachhinein, teilweise auch schon parallel. Schon parallel. Wir sind eigentlich da von dem Wettbewerbsverlauf unabhängig. Wenn ein Startup Geld sucht, kann sich gerne an uns wenden. Wir schauen uns dann an, wie weit ist man schon mit den Vorbereitungen, auch was die Geschäftsplanung angeht, was die Geschäftsmodellentwicklung angeht, auch was die Darstellung angeht gegenüber Investoren, gucken uns das genau an und dann stellen wir in dem Moment vor, wenn wir meinen, jetzt ist es an der Zeit, jetzt ist es reif genug, jetzt ist es entwickelt genug, um einfach auch das Rückgrat zu haben, auf Investoren zuzugehen. Ich sollte nicht den Fehler machen, zu früh mit einem völlig unreifen Plan auf Investoren zu gehen, in der Hoffnung, dass die mir Feedback geben. Da haben die in der Regel Besseres zu tun, als sich um schlechte Businesspläne und die Überarbeitung derselben zu kümmern. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar, aber auch ein weiteres Argument im Endeffekt, warum sich dann auch das Mitmachen bei so einem Wettbewerb hier unter Umständen sehr lohnen kann. Und wir haben natürlich einige der Investoren in der Jury, das muss man natürlich auch dazu sagen, die sich dann natürlich mit einem anderen Blickwinkel das angucken. Da gibt es auch die Tipps von den Investoren und da gibt es diese Hinweise. Im realen Leben, außerhalb des Wettbewerbs, wenn ich erstmal hingeschrieben habe, ich suche ein Investment, dann gibt es eine klare Antwort, die heißt entweder ja oder nein. Verständlich. Dann sage ich herzlichen Dank für das Interview, wünsche noch einen schönen Abend auf der Startup Night und ja, ich bin auch sehr gespannt, was wir jetzt heute Abend noch hören werden. Dann wünsche ich viel Erfolg und ich hoffe, dass die Viewer auf LinkedIn ein paar Eindrücke von der Demo Night bekommen. Das sollten sie auf jeden Fall bekommen. Dankeschön. Ja.